Hallo, Markus hier von markusfotos.de. Ich bin heute bei mir im kleinen Studio und zwar mit der Sarah vom Kanal Dan Charming und ihrem Besten, das ist der Mr. Pepperoni, der Michel. Den fotografieren wir gleich auch noch, das Video kommt die Tage dann auch noch. Heute wollen wir ein Foto mit der Sarah machen, das blende ich euch jetzt schon mal kurz ein, damit ihr seht, worum es geht. Und ja, wie wir das Foto machen, das erkläre ich euch jetzt und dafür erzähle ich euch ein bisschen, was wir hier aufgebaut haben. Ihr seht dank des ultimativen Weitwinkels auf dieser Kamera hier im Hintergrund dieses Glitzerzeug. Und das ist einfach Geschenkpapier. Das bekommt ihr ganz günstig im Moment zur Weihnachtszeit in allen möglichen Läden. Und wir haben noch eine zweite Zutat, die ich jetzt gerade hier irgendwo liegen gelassen habe und ich weiß, wo sie liegt. Ach ja, richtig, sie liegt hier im Schirm, damit ich schnell dran komme, danke. Das ist dieses wunderbare Zeug, das halte ich euch auch gerade mal hier so ein bisschen vor. Und das nennt man Engelshaar, das ist eigentlich Deko für einen Adventskranz oder für einen Weihnachtsbaum oder so. Also auch eine gute Möglichkeit, das im Moment zu kaufen. Also das sind die beiden Zutaten, die wir brauchen, die jetzt nicht so typisches Fotoequipment sind. Und jetzt habe ich noch was gemacht, und zwar habe ich hier eine Linie quasi gebaut. Und zwar einmal hier die Kamera auf dem Stativ, damit das etwas einfacher ist, weil die Sarah wird sich nicht bewegen müssen, sondern die wird einfach fotografiert. Aber ich muss dieses Engelshaar hier immer mal wieder so vor die Linse halten, damit dieser Glitzereffekt im Vordergrund da entsteht. Dann haben wir, also das ist wie gesagt eine Linie aus Kamera, dem Stativ, auf dem der Blitz mit dem Schirm ist, der Sarah und in dieser Linie auch weiter hinten ist dann das Geschenkpapier an der Wand, was so schön glitzern soll und einen Hintergrund machen soll. Dann haben wir hier auf der Seite auch noch einen Blitz. Den habe ich noch zusätzlich aufgebaut, um das Geschenkpapier anzublitzen und damit kann ich dann so ein bisschen variieren, wie hell oder dunkel ich das Geschenkpapier haben will. Wenn ihr nur einen Blitz habt, ist das auch kein großes Problem, dann könnt ihr diesen zweiten Blitz auch weglassen und ihr könnt die Helligkeit des Geschenkpapiers dadurch ein bisschen beeinflussen, wie nah ihr mit dem Hauptlicht und eurem Modell, in dem Fall jetzt die Sarah, an das Geschenkpapier rangeht oder wie weit ihr davon weg seid. Ich persönlich finde es einfacher, wenn ich weiter weg bin, denn dieses Geschenkpapier besteht aus zwei Bahnen und das hat den einen großen Nachteil, wenn man zu nah da dran ist, kann man diese Schnittkante der Bahnen hinter dem Foto erkennen. Das ist dann nicht so schön unscharf und je weiter ich von dem Hintergrund weg bin, desto unscharfer ist er und so einfacher ist es, diese kleinen Fehler zu kaschieren. Eine weitere Zutat, die wir hier noch haben, ist der Reflektor und den werden wir hier jetzt gleich noch so ein bisschen drunter halten, um einfach Schatten, die von unten im Foto sind, ein bisschen aufzuhellen, damit das Ganze jetzt ja nicht so dunkel ist unterm Kinn oder unter der Nase, alles was so ein bisschen Schatten wirft, wenn das Licht von oben kommt. Und jetzt forme ich mir dieses Engelshaar hier mal so ein bisschen zu so einer Art Ring. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, ich halte das hier mal ganz nah ran, zu so einer Art Ring und dann habe ich halt eben den Vorteil, dass ich da so ein bisschen durch fotografieren kann und die Tatsache, dass die Kamera jetzt auf dem Stativ steht, macht es mir etwas leichter. So, was ihr jetzt einfach ausprobieren müsst, ist so ein bisschen die richtige Entfernung einmal eures Kranzes mit diesem Engelshaar vom Objektiv her zu finden und ihr müsst natürlich auch mal ein bisschen schauen, wie viel Leistung ihr in den Blitz gebt, damit da noch genügend Licht ankommt, wie ihr den Reflektor neigt und so weiter. Das kann ich euch jetzt nicht irgendwie als Patentrezept mitgeben. Das ist einfach eine Sache, die ihr ein bisschen ausprobieren müsst und ich kann euch sagen, das ist auf jeden Fall ein Shooting, wo man ein bisschen Geduld für braucht und mal diverse Einstellungen durchprobieren muss, bis man das im Grunde perfekt hat. Aber während du da so schön post, erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber, worum es bei dir auf dem Kanal geht. Ja, mein Kanal ist ja Damn Charming, verdammt charmant heißt es. Das bedeutet, das ist auch das Programm bei mir, also ich gucke mir gerne Alltagsthemen an, die jeder eigentlich kennt, Situationen, und behandle die verdammt charmant. Das heißt, schon sehr direkt, aber eben auch ein bisschen lustig und immer mit einem Zwinkern irgendwie. Okay. Zum Beispiel Kommunikationsprobleme zwischen Männern und Frauen. Erstes Date, sowas. Ist das aus dem Privatleben inspiriert? Teilweise. Okay. Warte, jetzt machen wir nochmal wieder ein Foto und gucken. Und was ist so ein typisches Beispiel für ein Kommunikationsproblem? Ich hatte zum Beispiel ein Video darüber gemacht, wie Männer und Frauen unterschiedlich auf WhatsApp kommunizieren. Da ist das Problem, dass natürlich Frauen viel zu viel schreiben und Männer viel zu wenig. Okay. Wir brauchen auch zu lange, ne? Also ich brauche unheimlich lange zu tippen, weil ich das so anstrengend finde, irgendwie mit einem Handy irgendeine Nachricht zu tippen. Genau. Also wenn es WhatsApp vom Computer gäbe, würde ich mir das sofort installieren, dann, weil man da viel schneller antworten kann. Das ist ganz furchtbar. Weil der kommt dann immer irgendwann zurück. Hallo? Hast du schon gelesen? Lebst du noch? Ja, ich tippe noch an der Antwort.
Also ganz kurz an euch der Hinweis, das ist ruhig so ein Ding, da könnt ihr richtig viele Fotos machen, richtig viele Versuche machen, weil ihr werdet nur ein paar Fotos haben, wo entweder gerade das Modell perfekt guckt oder das Glimmer vorne genau richtig ist. Das ist so wirklich auch ein wenig Glückssache dabei. Das hier ist zum Beispiel ganz gut geworden, finde ich. Aber es gibt dann auch welche, da guckst du perfekt, dafür habe ich dir dann das Glimmerzeug vors Auge gepackt. Das ist dann natürlich nicht so optimal. Halt mal, tu mir mal einen Gefallen, halt mal eine Pose, die du machst, länger, damit ich so 3, 4, 5 Fotos immer machen kann, wo ich immer leicht die Position von diesem Ding variiere. Mhm. Weil es wäre schade, wenn du eine schöne Pose hast, aber ich gerade es nicht schaffe, das irgendwie schön hinzuhalten. Ein Shooting mit Kannst auch gerne sagen, was ich irgendwie mal machen soll. Mach mal. Du bietest eigentlich super Sachen an die ganze Zeit. Und deswegen fände ich es halt eben schade, wenn es nicht gelingen würde. Dann kann ich das nämlich hier immer mal an unterschiedlichen Positionen ablichten. Bleib mal da stehen, wo du bist, damit sich der Abstand nicht so groß verändert. Ich komme mal gerade rum und zeig dir mal so ein bisschen, was da rausgekommen ist, damit du auch eine Idee hast, was das hier so gibt, was wir hier machen. Ach, wenn ich Fotos von mir selber sehe, ist das sowieso immer ganz gruselig. Echt? Kannst du nicht gut Fotos von dir selber sehen? Also hier siehst du nämlich auch, dass das echt total sehr unterschiedlich ist, wo gerade dieses Kringelding landet. Mhm. Die werden wahrscheinlich auch von der Bildaufteilung eben nicht so werden, sondern so 1:1, noch so ein bisschen geschnitten. Ich blende euch hier unten nochmal zwei Videos ein. In einem geht es um die Bearbeitung von genau diesem Foto. Da könnt ihr einfach mal schauen, was ich da nachträglich noch so ein bisschen dran gemacht und verändert habe. Und in dem anderen Video geht es um 7 Tipps, wie ihr etwas effektiver mit Photoshop arbeiten könnt. Und ebenfalls hier eingeblendet nochmal der Link zum Kanal von Dan Charming. Schaut da auf jeden Fall auch mal vorbei. Und ich freue mich, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.